Recht herzlich willkommen zur 63. Folge von City Skylines. Ja, wir sind wieder drinne. Wir haben wieder Probleme. Die Probleme waren letztes Mal mit der Straße, dass wir da eigentlich gucken wollen, dass wir hier irgendwie vielleicht einen Kreisverkehr oder sowas hinkriegen. Aber das ist ja fast nicht machbar. Wo ist der Verkehr? Da ist der Verkehr. Da sind die roten Straßen alle. Die fahren natürlich alle hier lang, dort lang, dort lang, dort lang. Und hier wird es auch nicht besser. Stellt sich die Frage, was wir da machen. Hier die Straße hat man ja schon ausgebaut. Es ist nur eine darüber. Und die Schlange geht ja hier weiter. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wir vielleicht von hier aus rüberfahren sollten. Vielleicht verbessert das die Lage. Ich weiß es nicht. Hier steht der Verkehr auf jeden Fall überall. Da nicht. Aber in dem Wohngebiet, was auch Kommerz hat, fehlt es hier rüber. Irgendwo vielleicht nach da oder so. Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir hier diese Straße eine Autobahnauffahrt gönnen. Wäre eine Überlegung wert, oder? Machen wir als erstes mal. Das ist von Autobahn. Hier ist die Auffahrt. So. Dann können die da drauf fahren. Und ja, hier sieht es schon wieder ein bisschen schlechter aus. Kommen wir da irgendwie noch vorbei? Hier so. Geht. Wunderbar. Das ist die Auffahrt dann dort. Müssen wir... Ah, ja, wir müssen wahrscheinlich oder sollten vielleicht hier... Na komm schon, so. Und so, dann haben wir sie auch in der Richtung geschafft. Jetzt fehlt uns nur noch dieses Stück hier drauf. Ja, da fährt der erste drauf, das ist schon mal was. Da drüben fährt auch der erste, da fahren mehrere drauf. Ja, wir müssen noch hier rüber. Aber will ich da ein Haus abreißen? Eigentlich nicht. Habe ich eine andere Wahl? Das ist die Sache. Ja, eigentlich nicht, ne? Aber diese Kreuzung ist dann auch schon überlastet in dem Sinne. Ich würde es schon fast sagen, wir reißen hier hinten ein Haus ab und fahren dann da durch. Schade, es ist natürlich klar, dass jetzt nicht gerade eins da ist, wo ich sagen könnte, ach komm, machen wir weg. Und dann von da nach da. Und schon geht's. Ja, eine Autobahnauffahrt ist nicht schön, wissen wir auch. So, das ist jetzt die Auffahrt von dieser Brücke sozusagen. Ja, und was passiert? Es staut sich schon alles, weil alle hier rauffahren wollen. Wie sieht's dann hier aus? Ja. Hier wird schlechter. Vielleicht wird's ja mal besser, wenn die merken, dass da hinten... Ah, da hinten fahren schon ganz viele drauf. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Da ist ein Haus abgebrannt. Machen wir mal weg. Dieses Hochhaus auch und das auch. Hier brennt es auch noch ein bisschen. Da ist es noch am Brennen. Ich weiß nicht, ob da die Feuerwehr noch rechtzeitig kommt. Ja. Ist die Frage, ob sich das entspannt, ne? Hier ist es immer noch alles rot, obwohl die ist, glaube ich, vorher auch rot gewesen. Da ist es ein bisschen grüner geworden. Ja. Da brennt es überall. Vielleicht sollten wir hier gucken, dass wir hier noch eine Straße irgendwie durchkriegen.
Gute Frage, ne? Das weg und eine dicke Straße dahin. Wie wäre das? Die haben einen Randstreifen. Zack. Jetzt fahren die auf jeden Fall da lang. Dann gehen wir mal hier wieder hin. Alles grün. Alles gut. Der Bagger kann schon wieder kommen und da abreißen. Also kurze Stücke, das ist ja auch immer schlecht, ne? Das wissen wir schon. Ein Wasserproblem gibt es hier auch. Das ist aber zu lösen, so ein Wasserproblem, ne? Mal auf den Straßenverkehr zurück. Ja, da wird es jetzt schon rot. Hier ist es sowieso rot, wie immer. Ja, der Anteil an Wohnern und Straßen ist wohl nicht passend, ne? Da sieht es gut aus noch. Hier stehen sie im Stau, aber in Richtung hier. Und da geht es auch noch weiter in die Richtung. Hier ist es jetzt nicht besser dadurch geworden. Die wollen hier alle weg. Und wollen dann alle hier weg. Und da lang. Und da lang. Und da lang. Und wo wollen sie von hier aus lang? Gute Frage, ne? Hier lang? Nee, da kommen sie her. Hier muss irgendwie eine Kreisverkehr hin. Aber der wird teuer. Die sind doch alle viel zu groß, ne? Was ist das überhaupt für ein Kreisverkehr hier? Der ist ja riesengroß, ne? Das ist eine Umgehungsstraße da komplett dann. Und ich will den mal nur sehen, ohne dass da irgendwas bei ist. Hab ich denn hier irgendwo Land, wo ich den mal sehen kann? Hier könnte ich den sehen, aha. Also es ist eine richtige Straßenkreuzung. Gibt's das für, ist das für Autobahn gedacht? Kleebadkreuzung, okay. Kostet richtig Geld. Sollten wir aber vielleicht mal irgendwann überlegen, sowas zu bauen. Um was zu verteilen. Zum Beispiel hier. Autobahnauffahrt da bauen. Und da bauen. Ich würde jetzt fast sagen, wir setzen die mal hier hin. Und dann können wir andere Straßen anschließen, ne? So wäre es ja richtig sozusagen, ne? So, weg damit. Und welche Straßen sollen da jetzt dran? Das ist die Frage, ne? Dreispurige. Dreispurige Straßen müssen da dran. Dieses hier muss weg. Kann es auch nicht, also man muss immer den Fahrstreifen einzeln bauen, ne? Gut, das heißt eigentlich hier, das muss definitiv weg. Das auch. Und dann dreispurig dran, ne? Nee, so nicht, sondern mit einer Einbahnstraße, ne? So würde es passen, ne? Und die zweite würde von da nach da so kommen. Würde ich so machen, einfach aus dem Grund, damit dieses Stück größer ist.
Boah, das ist ja jetzt eine sechsspurige Straße dann. Dann ist diese hier doch auch verkehrt, oder? Dann ist diese verkehrt. Zweispurig und wir bräuchten dreispurig, die wir jetzt hier gar nicht haben als solches, oder? Dreispurige Einbahnstraßen gibt es nicht. Ja, dann bedeutet das, das können wir wieder abreißen. Das auch. Das auch weg. Und wir bauen eine sechsspurige Straße, so wie sie hier schon ist, mit einem grünen Streifen. Von dort nach dort, aber so geschwungen. Ja, das funktioniert irgendwie nicht, ne? So. Und jetzt müssten wir hier den Undock-Versuch machen. Mit drei Spuren, aber wie soll das gehen? Zweier hätten wir. Wo ist die dritte? Die wären sechs. Autobahnspur. Geht die so? Ja, die geht so. Und die würde dann so gehen. Und dann würde diese Kreuzung wohl funktionieren. Ja, sieht so aus. So, hier müssten wir die Autobahn anschließen. Und diese Straße auch anschließen. Ja, nur wie, ne? Gute Frage. Ich würde sagen, von da nach dort. Das ist jetzt ein bisschen schlecht gelaufen. Gibt es da noch eine zweite Möglichkeit? Nein, gibt es nicht. Also so und so. So, das wäre die Autobahnabfahrt, ne? Sieht auch so aus. Genau. Und dann werden wir hier die Auffahrt gestalten, die dann da geht. Wunderbar. So, der erste fährt da lang. Interessant, wo der hin will, weiß ich nicht. Vielleicht da so lang. Die einzigste Möglichkeit. Ja, sieht so aus, als ob er da lang fährt und dann da raus wieder. Jo, gut. Ja, wäre jetzt zu überlegen gewesen, die Straße hier lang zu machen, ne? Und die andere da anzuschließen. Jetzt, wo wir es wissen, wie es geht, ne? Müssen wir da eigentlich den Bagger holen. Gehen wir auch weg. Jetzt den oder den rausnehmen, den nach da setzen und den nach da setzen, ne? Aber jetzt haben wir eine direkte Auffahrt zur Autobahn. Gut. Jetzt habe ich irgendwas geschafft. Ah, das Y gedrückt. Wollte eigentlich B, das ST benutzen. So. Jetzt haben wir aber hier was gemacht, was uns überhaupt nicht in dem Sinne weitergeholfen hat, ne? So. Ja, die geht hier zum Beispiel einspurig, von dreispurig auf einspurig, vorher biegt eine ab. Und das fluppt, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Ja. Autobahntechnisch hier weiter. Und hoch vor allem. Oh, jetzt habe ich schon so viele gedrückt. So.
Und. Mhm. So. Und da wieder runter. Dann reicht's erstmal. Weil wir müssen dann erstmal gucken, was hier hin muss, ne? Weil hier war ja Rohstoffe. Okay, da ist die eisenverarbeitende Industrie. Und hier vorne war Öl oder was, ne? Da wollen wir ja auch hin. Das würde bedeuten, der Schwung hier rum ist auf der einen Seite schon mal ganz gut. Noch ein bisschen weiter. Ne, passt schon. Ich denke mal, so ist schon okay. Müssten aber hier erst so eine Kreuzung machen. Ah, der rastet auch manchmal ein, ne? Aber das werden wir dann machen, wenn wir die andere Seite fertig haben. So, dann einen hoch auf jeden Fall. Darüber setzen. Und runter und anschließen, wenn es denn dann geht. Macht doch wieder nicht, ne? Ist klar. Ja, super. Gut, kriegen wir das irgendwie weg? Guck mal, da ist so eine riesen Bodenwelle drin. Ist aber auch wohl egal. Kriegen wir da ein Stück weg? Ja, geht. Wunderbar. Dann können wir sie auch wieder aufbauen wahrscheinlich. Sieht so aus, als ob die Straße hier nicht richtig dran ist, aber wahrscheinlich fahren die Autos da gleich lang. Will ich hoffen. Bei dem sieht man das jetzt nicht. Irgendwann geht's ja vielleicht. Ist nur ein optischer Fehler, denke ich mal. Gut, okay. Ja, unser Hauptproblem müssen wir dann in der nächsten Runde auch noch machen. Jetzt haben wir erstmal geguckt, wie das alles so geworden ist. Hier hinten ist es mit dem Verkehr immer noch schlecht, so wie es aussieht. Hier drinnen hat sich's aber ein bisschen schon verzogen. Vielleicht verzieht sich's ja noch mehr. Müssen wir mal schauen. Die Straße ist auch mehr entlastet worden, das haben wir schon geschafft. Also müssen wir weiter schauen, wie da beim nächsten Mal die Entlastung noch weiter gemacht werden kann. Aber für diese Runde soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.